Schönen guten Tag, Mehmet Yayla mein Name. Willkommen auf dem YouTube-Kanal Professor Innovatex. Das heutige Thema ist Zukunftstechnologien und Trends. Vor allem möchte ich auf das Thema eingehen, Technologien im Auto und zum anderen auf das Thema Flugtaxis. Zuallererst möchte ich mit dem Thema Technologien im Auto anfangen. Genau genommen mit dem Thema selbstfahrende und smarte Autos. Die Maschine wird den Menschen zum Teil und in naher Zukunft komplett ablösen, was das Fahren mit dem Auto betrifft. Dafür ist es notwendig, dass die Fahrzeuge untereinander vernetzt sind und die Fahrzeuge auch untereinander kommunizieren, bezogen auf Lage-, Positions- und Fahrbericht. So können Unfälle, Staus sowie suboptimale Wetterbedingungen verhindert und oder auch umfahren werden. Für selbstfahrende und smarte Autos bedarf es auch an smarten Straßen. Damit ist gemeint, dass die Ladeinfrastruktur vorhanden, ausgebaut und ausgeklügelt werden muss. Aber auch dahingehend, dass die selbstfahrenden Autos die Schilder, die Spur sowie auch Tiere, also Wild, erkennt und auch direkt verarbeiten kann. Die Hauptkomponente eines selbstfahrenden und smarten Autos ist meiner Meinung nach die Batterie. Je smarter ein Auto wird, desto mehr benötigt es auch in der Regel mehr Energie. Bezogen auf die Sensoren und die passende Verarbeitungseinheit, Sensoren wie zum Beispiel LiDAR-Sensoren, Radarsensoren, Kameras, Ultraschallsensoren, Inertialsensoren, GNSS, Thermalkameras, Laserscanner oder V2X Communication. Die ganzen Sensoren brauchen eine passende Verarbeitungseinheit und das verbraucht auch wiederum mehr Energie. Das heißt, es müssen bessere Batterietechnologien entwickelt, produziert und in den Fahrzeugen auch eingebaut werden. Zum Schluss möchte ich auf das Thema Flugtaxis eingehen. In den letzten Jahren hat das Thema Flugtaxis oder VTOL, Vertical Takeoff and Landing Aircrafts oder vertikal startende und landende Fluggeräte für Unternehmen und Privatpersonen immer mehr an Bedeutung gewonnen. Die Unternehmen möchten das autonome und oder das ferngesteuerte Fliegen kommerzialisieren, indem es über die Stadt von A nach B fliegt oder von Stadt zu Stadt fliegt und so für den Kunden wertvolle Zeit spart, als würde es mit dem Auto selber fahren. Privatpersonen, die den Traum haben, selber mal irgendwann zu fliegen oder ein Fluggerät zu besitzen, was jederzeit zur Abruf bereit steht, kann der Traum eventuell bald wahr werden, ohne dass man vorher einen Flugschein wie PPLA oder PPLH gemacht haben muss. PPLA steht für Kleinflugzeug, also den Flugschein für Kleinflugzeuge, und PPLH steht für Flugschein für Helikopter. Ein VTOL oder ein EVTOL, wobei das E für elektrisch angetrieben steht, kann man meiner Meinung nach weder unter Aircraft noch unter Helikopter unterordnen, weil es etwas Eigenes ist. Ich gehe davon aus, dass die Europäische Luft- und Raumfahrtbehörde EASA sowie das Luftfahrtbundesamt neue Regelungen für die kommerzielle Nutzung sowie die private Nutzung von VTOLs verabschiedet und einführt. Im Folgenden möchte ich auf die möglichen Regelungen für Privatpersonen eingehen. Es kann sein, dass man für das VTOL einen gesonderten Führerschein braucht, bezogen auf Privatpersonen, die noch keinen Flugschein haben. Für Privatpersonen würden dann spezielle Regelungen gelten. Ich gehe davon aus, dass man am Anfang nur über sein eigenes Grundstück fliegen darf, sodass die Behörden darauf bestehen, dass das VTOL einen aktiven Location Lock
und eine Flight Altitude Log integriert haben muss. So wird geregelt, dass man nur innerhalb eines bestimmten Gebiets fliegen darf, so wie man nur zu einer bestimmten Höhe fliegen darf. Der gesonderte Führerschein für VTOLs für Privatpersonen berechtigt dem Führen eines VTOLs bis zu einem zulässigen Gesamtmasse von wahrscheinlich 400 bis unter einer Tonne. Das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte liken, abonnieren und kommentieren. Mein Name ist Mehmet Yalla, ich bin Produkt- und Technologieentwickler sowie Dozent für Entwicklung und Innovation.